Lana Del Rey, Born to Die. Diese Woche haben wir schon fast überstanden, aber eben nur fast. Bevor Geschichtsbücher geschrieben werden können, müssen wir alle Ereignisse super sortieren und einordnen. Wir helfen euch dabei. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger. Goodbye Hello. Diese Woche ist Moritz Sutter seine kleine Charter-Airline Hello grounded. Das weckt Erinnerungen. Erinnerungen auch beim letzten Chef von der Swissair-Selig, beim Mario Gorti. Ich bin persönlich sehr enttäuscht von meinem alten Kompagnon Moritz Sutter, dass er ohne mich grounded ist. Mindestens eine persönliche Einladung hätte ich von ihm erwartet. Und ich habe einen neuen Businessplan eingegeben. Wenn der Sprit zum Fliegen zu teuer ist, dann soll man doch wenigstens mit diesen Chat dürfen in die Ferien fahren. Gut, lieber grounden als abstürzen. Für Gesundheit ist das definitiv besser, oder sicher. Felix Gutzüler, Präventivmediziner? Der Moritz Sutter ist ein Typ, der nie abgehoben ist und immer in beiden Beinen auf dem Boden geblieben ist. Im Nachhinein ist genau das vielleicht sein Problem gewesen. Gut, was uns auffällt, ist ja die Karriere von gerade ein paar grossen Basler nehmen, ist am Verbrösmeln. Moritz Sutter oder Christian Gross, legendärer Fußballtrainer, immer noch ohne Club. Wenn ich Trainer bei Hello gewesen wäre, hätte ich beide Flügel verstärkt und den Captain austauscht. Zum Glück spielt der FCB heute so schlecht, dass er nächstes Jahr sicher nicht an internationalen Turnieren teilnehmen kann und so gar keinen Flüger braucht. Der Moritz Sutter dürfte nicht so schnell wieder eine Airline gründen. Vielleicht zieht sie ihn ja eher in die Politik. Seit seinem Engagement bei der Basler Zeitung wissen wir ja, dass er den Christoph Blocher oder, persönlich gut kennt. Du Feig, Frau Fitsch, Moritz Sutter ist trotzdem grounding, immer noch kein richtiger SVPler. Da braucht so einen Absturz, um dabei zu sein. Dazugehören, zum Mitmachen. Also jetzt genug Absturz, genug Grounding. Ob sie geht für den James Bond, den neuen Film Skyfall, kommt bald ins Kino. Roger Federer, gehen Sie auch schauen? Ja gut, ich meine, wieso sicher nicht. Ich bin ja eigentlich der James Bond, oder? Ich knalle jeden Gegner ab. Keiner weiss, in welchem Hotel ich übernachten, oder? Und ich habe die Lizenz zum Gewinnen und zum Werbung für viele Produkte machen, oder? Und der Name von meiner Chefin fängt ja auch mit Emma. Da kommt mir gerade etwas in den Sinn. Herr Blocher, das wäre etwas für Sie, oder? Der James Bond als Winnertyp für Sie und Ihre Partei. Bub Pfeug. Der Bond sieht viel zu gut auf. Der letzte gute Actionfilm, den ich gesehen habe, war der Polizist Weckerli. Das ist noch einer aus einem anderen Holz geschnitzt ist und hat nicht den ganzen Tag Wodka, Martini gesoffen, sondern Kaffee. Fertig! Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger. Kurz und prägnant, zusammengefasst und kommentiert und bald online, deres3.ch.